Welcome. Läuft nicht. Jetzt läuft. Stopp, wieder drücken, nochmal drücken. Alle. Psst. Herzlich willkommen zurück. Übung Nummer 25, 60 Sekunden für die Ewigkeit. Sie brauchen dazu sich selbst, eine Uhr, 60 Sekunden Zeit, Ideen für Ihr Leben und Ihr Jahrbuch. Und so funktioniert's. Nehmen Sie eine Uhr, Sie haben genau 60 Sekunden Zeit, um in Ihr Jahrbuch eine Liste zu schreiben mit verschiedenen Tätigkeiten, die Sie in diesem Moment beginnen könnten. Schreiben Sie alles auf, was Ihnen in den Sinn kommt. Ich könnte zum Friseur gehen, ich könnte mich hinlegen, ich könnte mir etwas Gutes kochen, ich könnte ein paar Blumen auf den Balkon anpflanzen, ich könnte mir einen neuen Job suchen, ich könnte zu einer Weltreise aufbrechen, ich könnte einen Flug für einen Wochenendurlaub buchen, ich könnte in den Zoo gehen, ich könnte mich verlieben und so weiter und so weiter. Wiederholen Sie diese Übung eine Woche lang täglich und schauen Sie, wie viele neue Ideen Sie entwickeln, die Ihnen bisher nie in den Sinn gekommen sind. Wenn Sie eine davon in die Realität umgesetzt haben, dann markieren Sie diese in Ihrem Jahrbuch mit einem roten Haken. Was soll das? Wir sind so in unseren Abläufen verhaftet, dass wir nicht mehr merken, welche Ideen in unserem Kopf schlummern. Sie werden bei dieser Übung feststellen, wie lang eine Minute sein kann. In den meisten unerwarteten Situationen haben Sie ebenso viel Zeit. Gleichzeitig trainieren Sie, mögliche Optionen zu entdecken, egal wie unsinnig sie Ihnen zunächst erscheinen. In unerwarteten Situationen müssen Sie auf Ihren Bauch hören und flexibel reagieren. Jede Idee, die Ihnen einfällt, kann hilfreich sein. Trainieren Sie Ihr Gehirn, in kurzer Zeit viele Ideen auszuwerfen. Erfahrungsgemäß wird es immer schwieriger, sich neue Dinge einfallen zu lassen, obwohl man noch eine nahezu unendliche Auswahl an Optionen hat. Jede Idee, jede Vision bringt Sie weiter auf den Weg in die Spontanität. So werden Sie Stück für Stück Impulspilot und flexibler im Kopf. Und wenn Sie diese Übungen gerne nachlesen wollen, besorgen Sie sich einfach das Buch, das ich mit meinem Kollegen Thorsten Voller geschrieben habe. Ich bin total spontan, wenn man mir rechtzeitig Bescheid gibt.